Herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe und diesmal machen wir weiter mit dem beschränkten Wachstum oder auch begrenztes Wachstum genannt. Ja, ihr seht wieder mal, ich habe euch hier mal die Formel schon hingeschrieben. Die ist etwas komplizierter wie die vom exponentiellen Wachstum. Allerdings bleibt b erhalten, also das b ist wieder mal der Bestand und b von 0 ist unser Anfangsbestand. Das kennen wir ja bereits, e hoch minus kt, k ist wieder die Konstante, t die Zeit, seht ihr hier vorne auch. Kennt ihr ja alle schon. Und jetzt kommt hier ein S dazu. Was ist das? S ist einfach die Schranke. Da das Wachstum beschränkt ist, also es ist nicht irgendwie im Kopf beschränkt oder so, sondern es ist einfach beschränkt. Ihr könnt zum Beispiel mal an eine Fischfarm denken. Und die Fische, die vermehren sich ganz stark. Und irgendwann kommen die Fische halt an den Punkt, da passen sie nicht mehr ins Becken oder haben nicht genug Futter oder weiß Gott was. Auf jeden Fall geht es dann halt nicht weiter. Ja? Und deswegen kommen wir dann halt an den Punkt, wo es keine neuen Fische mehr gibt, außer es sterben die Algen und dann bleiben wir halt an dieser Schranke dran. Ja, und das ist eben dieses S. Das ist unsere Schranke, unser Maximalbestand. Also höher geht's nicht. Das ist dann auch sowas wie das Verhalten im Unendlichen, also im Plus-Unendlichen seid ihr an der Schranke dran. Minus-Unendlich tut man eigentlich bei Bestand nicht irgendwie gucken. S wird auch manchmal Sättigung genannt oder einfach Schranke. Ich kann es mir mit Schranke besser merken, deswegen werde ich weiterhin Schranke sagen. Ja. Gut. Was ihr noch euch dabei vorstellen könnt, ihr holt eine Tiefkühlpizza aus dem Backofen. Ihr holt eine Tiefkühlpizza aus der Truhe raus und lasst die einfach auftauen. Und bei Zimmertemperatur natürlich. Und was ihr euch dann denken könnt, unser Anfangsbestand, also es geht ja dann natürlich um die Temperatur. Hier B von T ist dann in Grad Celsius angegeben. Und B von 0 wäre dann die Temperatur der gefrorenen Pizza, wenn man sie gerade rausholt. Und S könnt ihr euch dann praktisch als Zimmertemperatur vorstellen, weil die kann ja nicht 100 Grad heiß werden, wenn ihr bloß ein Zimmer mit 20 Grad habt oder 25 von mir ist auch. Und ja. T ist dann halt wieder die Zeit, wie lange diese Pizza braucht. Vielleicht in Minuten, vielleicht in Stunden. Aber sicher nicht in Jahren oder Monaten. Und K ist dann eben unser Faktor, damit auch alles ein bisschen unterschiedlich aussieht. Weil sonst hätten wir ja immer dieselbe Funktion, außer dass sich S und B von 0 ein bisschen verändern würden. Die eine Pizza taut vielleicht schneller auf als die andere oder man redet mal von Fischen oder sowas. Also, ja. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man die wieder modelliert. Im Prinzip dasselbe Verfahren wie auch bei allem anderen, also bei dem beschränkten Wachstum, beim exponentiellen Wachstum. Geht praktisch genau gleich, nur dass man halt ein Dings mehr angegeben haben muss. Ich gehe jetzt hier mal von, sagen wir, Fischen aus und ich habe ein sehr, sehr kleines Becken. Mehr als 1000 Fische passen bei mir nicht rein. Anfänglich packe ich, ein Fisch ist ein bisschen schwachsinnig. Packen wir zwei rein. Nee, können wir nicht machen. Ja, das wäre dann logistisches Wachstum, da komme ich noch ein bisschen wann anders drauf zu reden. Ich mache das hier gerade mal ein bisschen anders. B von 0 gleich 1000. Also am Anfang ist die Steigung ja schon voll ausgeprägt, das heißt die Kurve geht wirklich steil nach oben und nähert sich dann halt an unsere Schranke S dran. Ja. B von 0 ist das und dann haben wir noch, sagen wir, ups, nicht klein b, groß b. B von 20, sagen wir, wir rechnen in Tagen, sind wir bei 20.000. Können ja auch Bakterien sein, es müssen ja nicht unbedingt Fische sein. Nur, dass ihr euch vielleicht vorstellen könnt, was da so abgeht. Ja, hier habe ich es einfach mal hinkopiert, dass ich nicht ständig eine neue Gleichung einfügen muss. Ach, verdammt. Okay, so. Und jetzt fangen wir mal an mit dieser Kurve hier, um die zu modellieren.
haben wir zwei Gleichungen, b von t. Ne, eigentlich haben wir nur eine Gleichung. Was erzähle ich euch da gerade eigentlich? S können wir einfach einsetzen. 100.000 minus, Klammer auf, nochmal 100.000. Also ihr seht, ich tippe eigentlich gerade echt nur ab, was ich da oben an Werten gegeben habe, was in der Aufgabenstellung drin steht, und pack die hier rein in die Formel. Die Formel solltet ihr auswendig lernen, steht aber im Notfall auch in der Formelsammlung. B von 0 ist 1000, Klammer zu, mal e hoch minus kt. Ja, was ist jetzt wiederum unser k? Tja, das ist wieder das Problem. Und zwar, wir können unser k nicht ausrechnen, aber wir haben hier noch was gegeben. Das haben wir noch nicht verwurstet hier drin in unserer Gleichung. Deswegen tun wir das mal. Ich habe hier b von 20, das heißt t ist 20 und b von 20 ist das hier, also 20.000. Das heißt, ich kann b von t gerade mal wegmachen und hier e hoch minus kt bleibt jetzt erstmal so stehen. Nur ein Unterschied gibt es, minus k mal 20, denn t ist ja 20. Im Prinzip gleiches Verfahren wie beim exponentiellen Wachstum. Ja. So, und dann rechnen wir das mal aus. Oh Gott. Das wird ein Spaß. 99.000, glaube ich, sollte es sein. Aber hier, ja doch, stimmt. Ja, da muss ich hier jetzt erstmal minus 100.000 machen, dann sind wir hier drüben bei minus 80.000 und den Teil wegmachen. Dann können wir hier mal minus 1 auf beiden Seiten machen, dann ist das Minus weg, das Minus ist weg, die Klammer können wir auch löschen. Ah, okay, dann lasse ich sie halt. Keine Ahnung, ob es mich die Klammer nicht löschen lassen will. 99.000 mal e hoch minus k mal 20. Ja, dann teilen wir halt mal durch diese Zahl vor dem e. Da ich wieder mal keinen Taschenrechner zur Verfügung habe, dürft ihr das selber ausrechnen. Es wird wahrscheinlich wieder was total Ekliges bei rauskommen. Ich sehe es jetzt schon. Aber sei es drum, es geht ja nicht drum, was für Zahlen wir haben. Und ihr müsst mit so scheiß Zahlen auskommen. So, auf beiden Seiten Logarithmus Naturalis gezogen. Unsere Rechenregel anwenden, dass wir die Hochzahl vorne dran schreiben können. Und schon sieht das Ganze ein bisschen mehr nach k aus. Ln von e ist, wie wir es schon hatten, ach komm schon, jetzt meckert er schon wieder rum, das gibt's doch gar nicht. Okay, ich komme anscheinend immer noch nicht damit klar. Naja, jetzt muss ich das Ganze hier nochmal durch die 20 teilen, dass ich k isoliere, also alleine stehen habe. Beiden Seiten durch 20 teilen. Das Minus vor dem k muss noch weg. Packen wir einfach auf die andere Seite, indem wir mal minus 1 machen. Und schon haben wir unser k alleine. Schon ist gut. Es ist ein total ekliger Faktor. Tut mir echt leid. Ja, und jetzt können wir unsere Formel aufstellen. Ganz normal nach dem Schema hier oben. Deswegen kopiere ich das echt gerade mal. Hier. So, b von t bleibt immer stehen, da wir eine Funktion haben. S ist 100.000, da oben steht. Minus s sind wieder 100.000. Minus b von 0 sind 1000, also das hat mir ja gerade eben schon ausgerechnet, deswegen schreibe ich hier gleich 99.000 hin. Mal e hoch minus, das Minus bleibt einfach stehen. K ist das hier, minus das Minus hier, mal das Minus hier. Gibt Plus, deswegen können wir hier oben dann das hier kopieren und da einfügen. Oh je, oh je. Und das T bleibt stehen. Halt, das Minus vorne dran muss noch weg. So. Und schon haben wir unsere Funktion. Sehr hübsch. Eigentlich nicht, aber egal. Ja, wie das mit dem Runden ist, müsst ihr, wie gesagt, abklären. Ich habe das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, da wir es ja aus dem anderen Video schon kennen. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Und
Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da machen wir weiter mit der Differentialgleichung von beschränktem Wachstum. Ja, das gibt es da auch. Ist aber echt nicht schwer. Beim anderen war es ja auch nicht wirklich schwer. Und ja, bis dann. Ciao.